Schönen guten Abend. Wer bist du denn? Was machst du? Ich bin Silke Mader. Ich leite die Europäische Stiftung für Früh- und Neugeborene, EFCNI. Und wir setzen uns ein für die Verbesserung der Versorgung Frühgeborener und entwickeln Standards in der Behandlung, aber eben auch in der Versorgung, in der Neonatologie, in der Frühchenstation. Was braucht ein Changemaker? Ein Changemaker braucht vor allem sehr viel Ausdauer, der braucht eine gute Idee und braucht vor allem eine Idee, um das System zu verändern. Nicht nur den Einzelnen zu helfen, sondern das ganze System im Prinzip komplett umzuwandeln, um eine Verbesserung für alle zu ermöglichen. Das System zu verändern mit Machbarschaft, was bedeutet dieser Begriff für dich? Was wünschst du dir für Machbarschaft in der nahen Zukunft? Für mich bedeutet Machbarschaft, dass sich Menschen zusammenschließen und Dinge machbar machen für andere. Nicht zu sagen, ja, das geht mich nichts an oder was kann ich schon bewirken, sondern aufzustehen und zu sagen, ja, das geht, das ist machbar. Und dafür braucht es Menschen mit Mut, aber auch mit Ideenreichtum, mit Durchsetzungsvermögen, aber auch mit sehr viel Kreativität und mit Liebe zur Veränderung. Was nimmst du von diesem Tag heute mit? Was war für dich so ein Schlüsselmoment? Natürlich, den einen haben wir, aber was ist für dich ein Learning heute? Dass auch große Namen wie der Nobelpreisträger letztendlich ganz klein mit einer verrückten Idee angefangen haben und trotzdem bis heute, obwohl er diesen Titel hat, noch immer kämpfen muss für das, was er macht, aber auch nicht aufhört, weil er diesen Titel jetzt hat, das zu erreichen, sondern er bedeutet ihm letztendlich nur so viel, als dass er den nächsten Schritt damit erreichen kann. Und das beeindruckt mich unglaublich, ein Ashoka-Fälle zu sein wie der aktuelle Nobelpreisträger. Das macht mich natürlich auch stolz, aber auch gibt mir sehr viel Kraft, nicht aufzugeben und weiterzukämpfen, genau wie er es tut für die Kinder in Indien, mache ich das für die Früh- und Neugeborenen in ganz Europa. Toll. Wo kann man anfangen, in seinem kleinen Alltag was zu verändern? Also ich denke, jeder kann etwas tun, um was zu verändern. Es ist aber auch wichtig, dass man erstmal guckt, was ist es, was mich antreibt, wo kann ich was verändern, wer kann mir möglicherweise helfen und wie ist die Idee entstanden und wie strukturiere ich sie, weil nur so kann man letztendlich auch zielgerichtet etwas verändern und schwimmt nicht durch die Gegend, und das ist etwas, was einem sonst nämlich demotiviert. Und ich denke, wenn man strukturiert an eine Idee rangeht, kann man sicherlich die Dinge verändern, die dauern aber auch Zeit, man braucht auch Geduld. Super. Deine letzte Frage. Kinder bedeuten ja in deiner Arbeit eine ganze Menge. Was denkst du, was Kinder mit Veränderung zu tun haben? Kinder sind letztendlich die Zukunft unserer Gesellschaft. Und wenn wir früh ansetzen, Dinge zu verändern, wie bei mir, bei Früh- und Neugeborenen, bei Familien ganz am Anfang, dann kann man deren Lebensweg ein Leben lang verändern. Das heißt, so früh man anfängt, selbst bei uns im Mutterleib, wenn man da anfängt mit einer Verbesserung, dann hat das eine Auswirkung selbst in die nächste Generation der Kinder, wenn sie erwachsen sind und selbst Kinder haben. Und das ist einfach was, was letztendlich ja die Welt verändern wird in der Zukunft. Vielen, vielen Dank gerne. Für das schöne Interview. Danke. Bitte, gerne. Klasse.